Moin Autopflegefreunde und willkommen zur nächsten Folge Hashtag All Black. Wir sind wieder in der SB-Box. Der kleine Polo hier ist wieder ordentlich dreckig geworden. Den müssen wir jetzt natürlich noch mal ganz kurz waschen. Keine Angst, machen wir jetzt nicht so lange, aber ich möchte ein paar neue Produkte ausprobieren. Und danach geht es dann um den Hauptteil. Und zwar werden wir hier ein paar tiefere Kratzer herausschleifen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Los geht's hier mit einer tollen Neuigkeit. Ich habe hier die FM30 ersetzt bekommen von Gloria. Hat super geklappt. Ich habe Ihnen beschrieben, wie es war. 2020 hatte ich mir meine FM30 gekauft. Dann sollte ich hier mal nachgucken, wann die gebaut wurde. Das kann man hier sehen. Und die war dann, glaube ich, Dezember 2018 ist die da aus dem Werk gelaufen. Die ganzen Infos habe ich denen geschickt. Und die haben mir anstandslos, ohne Versandkosten, ja, ohne Probleme eigentlich, hier eine neue FM30 zugeschickt. Meine alte ist ja geplatzt. In der zweiten Folge war das, glaube ich. Verlinke ich euch mal hier oben das Video zu. Also vielen, vielen Dank an Gloria. Hat super funktioniert. Und ihr wisst jetzt, falls ihr mal Probleme mit eurer Gloria habt und da platzt irgendwas, bei mir ist es ja hier unten geplatzt, dann könnt ihr euch bei denen melden und vielleicht habt ihr Glück und kriegt das dann wieder ersetzt. Für die Vorreinigung nehme ich heute den Nef oder Neve oder wie auch immer man den ausspricht, italienisch wahrscheinlich, von Labo Cosmetica. Riecht nach Herrenparfum, ist normalerweise nicht so mein Fall, ich mag normalerweise mehr die fruchtigen Sachen, aber für alle, die es mögen, ist ein sehr, sehr angenehmes Herrenparfum. Und für die Felgenreinigung nehme ich heute den Koch Chemie Reactive Wheel Cleaner. Soll auch sehr schonend sein, gut funktionieren. Ich will den heute mal ausprobieren. Bei unseren Felgen, da hat sich doch jetzt mittlerweile ein bisschen was, ja, angesammelt. Und ich gucke mal, wie gut die Folierung auch mit dem Ganzen klarkommt. Wir werden das heute mal ausprobieren. Aber als erstes gibt es natürlich Handschuhe. Auf ungefähr 3,5 Liter Wasser habe ich jetzt 100 Milliliter vom Neve Snow Foam reingetan. Mal gucken, wie es aussieht. So, hier diesen Halter von der FM30 könnt ihr natürlich hier so reinstecken, das geht. Aber es gibt auch eine zweite Möglichkeit. Und das ist hier so reinzustecken. Das gefällt mir eigentlich noch mal ein bisschen besser. Kenne nicht viele, aber ja, hier vielleicht der Tipp für euch. Dann gucken wir uns mal den Schaum an. Ich glaube, ihr habt es gesehen. Vielleicht ein bisschen dick für meinen Geschmack. Aber ich glaube, vielen von euch dürfte der gefallen. Das funktioniert richtig gut. Ich sprühe ihn jetzt noch mal aus der Nähe direkt mal drauf. Also es kann sich durchaus sehen lassen. Ich habe hier den grauen Aufsatz hier vorne drauf, also für viel Schaum. 100 ml, etwas mehr als 3 Liter Wasser. Das scheint eine ganz gute Mischung zu sein. Und man sieht das jetzt hier, das läuft richtig schön runter. So soll es doch aussehen. So, der Reactive Wheel Cleaner hier soll höchstens 1 bis 3 Minuten drauf sein. Und ihr seht das schon. Also hier war schon der Snow Foam drauf. Der hat hier nicht viel gemacht. Also ihr seht das. Ui, das ist schon krass, was hier in einer Woche zusammenkommt. Oder sagen wir mal 1,5 Wochen. Länger war das jetzt auch nicht. Aber der ist schon, hier ist schon richtig viel Dreck drauf. Das heißt, ein richtig guter Test für den Reactive Wheel Cleaner. Also der Sprüher gefällt mir sehr gut. Ja, der zerstäubt das schön, nicht zu sehr, aber auch nicht zu wenig. Also der Sprüher gefällt mir richtig gut und wir sehen sofort hier, ich hoffe, ihr seht das, hier wird sofort rot auf der Bremsscheibe. Es geht richtig fix. Ich mach mal schnell die anderen Räder auch noch. Das ist jetzt nach einer Minute. Man sieht das nicht so gut auf der dunklen Felge, aber hier solltet ihr es sehen. Das wird richtig lila. Also der reagiert sofort. Ich darf mir jetzt auch nicht zu lange Zeit lassen. Jetzt werde ich das Ganze noch absprühen. Kommt mal mit hier hin. Ich glaube, hier ist besser. Der Wind steht ein bisschen zu sehr in eure Richtung.
So, auf der Seite ist doch auch mal schön. Ich habe euch umgestellt, weil ja, der ganze Wind ist irgendwie in die Richtung geweht und ich wollte, dass ihr auch noch was seht. Also nicht wundern, ich habe jetzt hier mal das Programm HD-Wäsche, heißt das bei mir, genommen. Also nicht klarspülen und auch nicht glanzspülen, sondern HD-Wäsche. Da ist dann noch ein Reinigungsmittel mit drin, beziehungsweise ein Autoshampoo. Wir haben hier keine Versiegelung drauf, das heißt, ich laufe jetzt nicht irgendwie Gefahr, meine Versiegelung zu beeinflussen oder so, dann nehme ich das gerne mit rein. Ich kenne auch den Betreiber, ich weiß, was da drin ist. Fragt bei euch mal nach, ob sowas in Frage kommt, was da drin ist, ist das pH-neutral, probiert vielleicht ein bisschen rum, greift das meine Versiegelung an oder nicht, dann könnt ihr sowas gerne mitbenutzen. Macht jetzt die Handwäsche natürlich noch mal ein bisschen einfacher für mich, weil wir haben hier schon ja, ein Gleitmittel drauf. Wir haben natürlich auch noch unser Autoshampoo und das zeige ich euch jetzt. Wir werden heute mal die Mehr-Handschuh-Methode ausprobieren. Ich habe hier schon einen Eimer vorbereitet mit ganz vielen verschiedenen Handschuhen und Pads. Die können wir dann alle vielleicht auch noch mal ausprobieren. War jetzt die Idee, dann können wir mal gucken, welche verschiedenen Handschuhe gibt es eigentlich, welche Pads, was ist da der Unterschied. Fand ich irgendwie eine ganz witzige Idee und das können wir jetzt mal kombinieren mit der Mehr-Handschuh-Methode. Heißt, wir haben hier einfach ganz viele Handschuhe drin und immer wenn wir normalerweise bei der Zwei-Eimer-Wäsche sagen würden, okay, jetzt ist mein Handschuh zu verdreckt, jetzt möchte ich den auswaschen, dann waschen wir den Handschuh nicht aus, sondern wir legen ihn einfach beiseite und schnappen uns einen neuen Handschuh. Damit kommt dieser Eimer hier auch nie mit Schmutzwasser in Berührung. Und das ist vielleicht eine ganz witzige Methode für alle von euch, die noch nicht kennen und vielleicht die mehrere Handschuhe haben und die mal ausprobieren wollen. Ich werde noch mal ein Video zu dieser Methode machen in Zukunft. Da werde ich mal die verschiedenen Waschmethoden vergleichen. Deswegen gehe ich jetzt hier nicht zu sehr ins Detail. Falls euch das Thema Waschutensilien interessiert, ich habe mal ein Video dazu gemacht. Das war tatsächlich eins der ersten Videos hier auf dem Kanal. Deswegen haben das viele von euch vielleicht auch noch gar nicht gesehen. Ich verlinke euch das mal hier oben. Ist, finde ich, noch eins der besten Videos, die wir je gemacht haben. Schaut da auf jeden Fall mal rein, falls ihr nicht so viel Ahnung davon habt, mit was ihr jetzt euren Lack waschen könnt. Schwämme, Pads, Handschuhe, welche Struktur soll ich nehmen? Soll ich Chenille nehmen? Soll ich sowas hier nehmen? Falls ihr euch all diese Fragen stellt, dann schaut da auf jeden Fall gerne mal rein. So, unser erster Handschuh, den wir heute benutzen werden, ich halte ihn mal so, sonst läuft mir das Wasser hier überall rein, kommt hier von Microfiber Madness, ist der Incredimid, gibt es in zwei Farben. Ich zeige euch gleich nochmal die graue Farbe. Und dieser Handschuh hat was ganz Besonderes, und zwar diese Faserstruktur, die sich Microfiber Madness tatsächlich auch ausgedacht hat, beziehungsweise erarbeitet hat. Die waren die ersten, die diese Struktur hier gemacht haben, aus diesen weichen Plüschfasern in Kombination mit diesen längeren Fasern, die da so rausgucken. Da war Microfiber Madness tatsächlich die allerersten auf dem Markt, die diese Struktur hier genutzt haben. Sie haben das Ganze auch Incredi getauft, also es ist ihr Incredi-Stoff. Deswegen heißen die Produkte auch Incredimid und Incredi Sponge. Und so weiter, daran erkennt ihr das. Und dieser Stoff wird tatsächlich 100% in Deutschland gefertigt. Also alles an diesem Handschuh, egal was es ist, kommt zu 100% aus Deutschland. Das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Das ist unglaublich. Alle Amerikaner, sonst alle Handschuhe, die es so auf der Welt gibt, kommen eigentlich aus China oder aus Südkorea. Das heißt, hier was ganz Besonderes. Und wenn ihr Made in Germany unterstützen wollt, dann guckt euch mal diese Handschuhe an. Das Besondere an diesen Handschuhen ist, die sind wirklich sehr, sehr gut geeignet für die Wäsche, weil sie sehr gute Gleiteigenschaften haben. Also diese Faser hier, die gleitet sehr, sehr schön über den Lack. Und deswegen haben mittlerweile, seitdem Microfiber Madness diesen Handschuh hier rausgebracht hat, auch sehr, sehr viele Firmen das kopiert. Ich werde euch gleich nochmal ein paar Kopien zeigen, die mittlerweile auch recht gut nachgemacht sind. Aber wenn ihr das Original kaufen wollt und eben Made in Germany unterstützen wollt, dann schaut euch mal Microfiber Madness an. Gibt es auch genau den hier in Grau, wie gesagt. Und dann gibt es das Ganze auch noch als Pad oder als Sponge, falls ihr sowas lieber mögt. Wie gesagt, falls ihr noch nicht wisst, was sind Pads, was sind Sponges, was hat es mit den Handschuhen auf sich, dann schaut euch das Video an, was ich eben verlinkt habe. So langsam trocknet uns der Lack an und deswegen lege ich mal los. Ich bin ja nicht so ein Handschuhfreund, habe ich schon in dem Video gesagt, von damals. Deswegen benutze ich Handschuhe einfach immer als Pad. Geht auch hervorragend. Und ihr seht das hier schon, also es gleitet richtig schön rüber. Wir haben heute hier auch ein neues Shampoo, was ich ausprobieren möchte. Das Shiny Garage Orange Shampoo ist schon länger auf dem Markt, war auch bei unserem Auto-Shampoo-Test dabei, hat einen sehr, sehr schönen Geruch. Ja, was soll es sein? Natürlich nach Orange. Riecht sehr, sehr angenehm und hat tolle Gleiteigenschaften. Das sieht man hier auch wieder. Es ist natürlich euch überlassen, wie lange ihr mit einem Handschuh wascht. Ich bin hier guter Dinge, dass wir sehr gut vorgereinigt haben. Der Snowfoam hat tolle Arbeit geleistet. Und deshalb traue ich mich hier, das ganze Dach mit nur einer Seite zu machen. Schauen wir uns mal an.
Hier sieht man auf den ersten Blick nichts. Auf dem Dach hat man ja auch meistens keine starken Verschmutzungen. Deshalb, das sieht gut aus, schaut da durch. Ich habe jetzt die Seite gewendet, ihr habt es gesehen und mache jetzt hier noch den restlichen Teil damit. Den Außenspiegel hier vorne, dann gehe ich noch hier eine Bahn und dann war's das. Dann ist dieser Handschuh fertig und kommt in diesen Eimer und wir schnappen uns den nächsten Handschuh. Hier ist dann der Incredimid in Grau. Auch eine sehr schöne Farbe, hier sieht man auch den Schmutz noch mal ein bisschen besser. Also der Graue gefällt mir noch mal optisch ein bisschen besser. Die Handschuhe fühlen sich sehr, sehr angenehm drin an. Die haben tatsächlich auch noch mal so eine Art Schwamm innen drin vernäht, dass da auch richtig viel Wasser aufgenommen werden kann. Das ist jetzt nicht die Faser, sondern unter der Faser ist quasi noch so eine Art Schwamm, was das Ganze aufsaugen kann. Und dann ist innen drin noch mal über den Schwamm noch mal so eine Schicht vernäht. Ich weiß gar nicht genau, was das ist, aber so eine ganz, ganz weiche Schicht. So sieht die aus. Die fühlt sich dann richtig schön an euren Händen an. Also das ist auch sehr gut. Und dann habt ihr innen drin auch noch eine Schlaufe, an der ihr euch festhalten könnt. Da ist hier so ein Band vernäht, was hier so lang läuft. Und dann könnt ihr euch daran festhalten. Finde ich ein bisschen besser als diese Mittelnaht hier. Da habt ihr dann natürlich wieder eine Naht und das kann natürlich wieder für Kratzer sorgen. Muss nicht unbedingt, aber es ist nochmal ein kleiner Bonus. Deswegen, hier kann man sich sehr, sehr gut festhalten. Funktioniert kein Problem und man sieht, ich würde hier normalerweise rausrutschen, wenn ich so mache. Aber weil ich mich an dieser Schnur eben habe, die da so mit vernäht ist, ist das alles kein Problem. Man hat sehr guten Halt. Also das Shampoo gefällt mir sehr gut in Kombination mit den Waschhandschuhen. Klappt das auch richtig gut. Ich bin mal gespannt, wenn ich gleich mal die anderen Waschwerkzeuge ausprobiere. Ich habe ja noch mehr dabei. Wie gut das dann gleitet, ob das einen Unterschied macht. Ob hier wirklich der Handschuh so einen großen Unterschied macht oder ob das wirklich auch zum Großteil am Shampoo liegt. So, die Motorhaube habe ich jetzt damit gemacht. Kein Problem. Jetzt mache ich auch noch mal die Windschutzscheibe damit. Und dann schnappe ich mir den nächsten. Jetzt hier passend von Surfaces ist quasi eine ähnliche Struktur, also ist ähnlich aufgebaut. Man merkt, der Handschuh ist ein bisschen kleiner. Der Handschuh hat hier eben diese Mittelnaht, dadurch hat man natürlich auch einen guten Griff, muss man sagen. Aber man hat hier eben die Gefahr, hier ist es doch ein bisschen härter, dass es da zu Problemen kommt. Aber allgemein muss man ja auch nicht päpstlicher als der Papst sein und von daher finde ich das schon in Ordnung. Allgemein fühlt sich das Ganze nicht so weich an, ich bin mal gespannt, wie gut das jetzt funktioniert. Ich habe jetzt extra mal den Handschuh angezogen, damit ich merke, wie viel Grip man damit hat. Funktioniert sehr, sehr gut mit dieser Mittelnaht, also da fühlt man sich auch sehr, sehr sicher. Das Ganze gleitet wirklich auch ganz gut, also sehr, sehr schön. Gefällt mir auch sehr gut, also Shampoo ist klasse, funktioniert richtig gut. So, hier haben wir noch einen Waschschwamm. Ich mag ja Waschschwämme sehr, sehr gerne, weil klar, innen drin ist ein normaler Schwamm vernäht und der kann natürlich richtig viel Wasser aufnehmen. Da kann auch kein anderes Waschutensil mithalten, deswegen mag ich die schon mal sehr, sehr gerne. Und der hier hat so eine ganz, ganz besondere Struktur, der Nanolex-Schwamm. Ich zeige euch den, ich blende euch den hier nochmal ein, dann seht ihr, wie der trocken aussieht. Der sieht dann nämlich nochmal ein bisschen anders aus. Und ich werde ihn jetzt mal testen und bin mal gespannt, wie gut der funktioniert. Jetzt nochmal mein ehrliches Feedback zu dem Schwamm. Ich gehe mal hier rüber. Und dann denke ich, man sieht das schon. Falls nicht, ich hole jetzt noch mal den anderen Handschuh und dann vergleichen wir mal. Ich nehme jetzt hier noch mal den Incredimid raus. Wie gesagt, der war überhaupt nicht dreckig. Den habe ich oben benutzt. Ich nehme mal die andere Seite. Oben auf dem Dach benutzt. Und das ist kein Problem. Guck mal, das sieht man jetzt ganz, ganz klar. In dem einen ist nicht mehr Shampoo drin als in den anderen, aber vergleicht mal die Flächen. Hier ist das, was die Mikrofaser macht und genau das, was ich auch in dem Video zu den Waschutensilien sage. Ihr schiebt hier nichts vor euch her. Und das sieht man hieran, sieht man das schon. Und ich mache mal hier den Drücktest. Also hier ist Shampoo drin. Hier ist aber genauso auch Shampoo drin, ihr seht das. Also daran liegt es nicht. Aber wenn ich ganz leicht drauf drücke, selbst dann, dann merkt man, man schiebt das einfach vor sich her. Und das könnte gefährlich werden. Wenn ihr Dreck habt, dann schiebt ihr den einfach nur vor euch her, weil diese Fasern eben ein bisschen zu kurz sind. Die werden hier so angepresst. Seht ihr, so geht man dann quasi über den Lack rüber. Dann ist das Ganze zwar immer noch sehr, sehr weich,
Aber im schlimmsten Fall kann eben hier der Kratzer rüberwandern, wird ein bisschen mitgeschoben, wird eben nicht in diese Phase aufgenommen, wie das jetzt hier der Fall wäre. Und man sieht hier auch direkt ganz klar den Unterschied. Ne? Guck mal, wie das aussieht. Hier gar nichts mehr. Gar kein Schaum mehr, gar nichts. Es wird einfach nur vor euch hergeschoben. Das heißt, bin ich ehrlich gesagt nicht so ein großer Fan von, auch wenn das ein unglaublich schöner, weicher Stoff ist. Samtig, fühlt sich sehr, sehr schön an, vor allem wenn er nicht nass ist, aber auch jetzt. An sich eine witzige Idee, aber ich finde es nicht so praktikabel. Ich bleibe lieber bei dieser Faser. Ich hole mir noch mal frisches Wasser nach. Den Handschuh habe ich ja noch gar nicht benutzt. Und damit werde ich jetzt mal die Felgen machen. Das klappt ehrlich gesagt sehr gut. Das gefällt mir. Man hier mit der Fläche, hier rum. Ja, ist ganz witzig auf jeden Fall. Chenil ist ja allgemein gut, wenn man hier in so viele Ecken hat, in kleine Ritzen rein muss und so weiter. Da legen sich die Chenilfasern rein und dann kann man die gut benutzen. Und ihr seht hier an dem Finger schon ein bisschen Dreck. Auch sonst. Ich werde jetzt noch mal eine zweite Felge damit machen. Auch bei empfindlichen Felgen würde ich das wahrscheinlich nicht empfehlen. Aber ich habe auch einfach keinen mehr. Schlecht gepackt. Das ist natürlich der Nachteil dieser Waschmethode. Man braucht sehr viele Handschuhe. Und ich habe jetzt einfach keinen mehr. Mein Eimer ist leer. Aber dann kann ich jetzt wenigstens noch mal Wasser nachholen und hier auch die anderen Felgen machen. Und ich muss sagen, ich finde es nicht verkehrt. Ich finde es wirklich nicht verkehrt. Der ist wahrscheinlich auch nicht der schonste, muss man auch mal ganz ehrlich sein. Chenil ist wirklich nicht das schonste, es ist aber trotzdem, gehört auch zu den Mikrofasern, also ist auch eine Mikrofaser. Von daher ist es trotzdem schonender als viele, viele andere Werkzeuge, aber unter den Mikrofasern ist das wahrscheinlich das am wenigst schonste Werkzeug. Am wenigsten schonende Werkzeug, so oder so ähnlich. Aber es hat uns trotzdem zum Ziel geführt. So, das trocknen wir jetzt hier schon langsam an. Ich laber zu viel. Ich werde jetzt noch mal abspülen. Und zwar mache ich das hier mit dem Programm Gelandspülen. Letztes Programm. Enthärtetes Wasser verhindert fast vollständig Wasserflecken, wenn das hier richtig eingestellt ist. Das heißt, nutzt, wenn ihr könnt, dieses Programm. Klar spülen wir die andere Variante mit eben nicht enthärtetem Wasser. Aber das ist bei euch wahrscheinlich auch so. Bei mir läuft das Glanzspülen deutlich schneller durch. Also ich schätze mal sogar so um 100%. Das heißt, wenn ich hier mit 2 Minuten spülen kann, kann ich hier mit nur 1 Minute spülen. Und deshalb muss man sich bei dem Programm ein bisschen ranhalten. Lohnt sich aber, weil, wie gesagt, Wasserflecken sind fast unmöglich. So, für die Trocknung nehme ich jetzt so ein Chipmunk-Tuch. Das ist ja so ein Hybrid-Tuch, was hier 2 Fasern hat. Zum einen diese Twisted-Pile-Faser, die sehr gut Wasser aufnimmt. Und zum anderen diese Plüschfaser, mit denen man sehr, sehr gut auch Detailer oder Trocknungshilfen verarbeiten kann. Ich benutze jetzt keine, weil wir werden diesen Lack später noch versiegeln. Da wird es eine kleine Überraschung geben. Ich hoffe, das gefällt euch. Aber ich werde jetzt versuchen, mal mit diesem ganzen Handtuch das Fahrzeug zu trocknen. Hier ist nichts versiegelt, aber es ist natürlich frisch poliert. Das heißt, hier ist schon ja, ein bisschen Sheeting ist schon da. Ist nicht so, als wäre hier ein stumpfer Lack, dass das Wasser drauf steht. Das reicht eigentlich schon aus, damit wir hoffentlich mit diesem Handtuch hier einmal rumkommen. Ich werde es mal testen. So, es fängt jetzt leider leicht an zu nieseln, aber ich habe grob das ganze Fahrzeug geschafft. Man muss ja jetzt hier auch nicht so 100% genau sein, weil wir eben diesen Glanzspülgang gemacht haben. Und dadurch können wir uns eben sicher sein oder relativ sicher sein, dass hier keine Wasserflecken entstehen. Deswegen nehme ich es dann auch nicht so genau. Wenn die Straßen trocken und sauber sind, ist das Ganze natürlich auch kein Problem. Ja, jetzt fängt es an zu regnen, die Straßen werden nass. Ist jetzt natürlich nicht optimal, das will man jetzt natürlich nicht nach einer Wäsche sehen. Was soll ich machen? Ich werde jetzt noch mal ein bisschen warten, hoffen, dass es gleich aufhört. Ich packe die Sachen zusammen und dann sehen wir uns gleich bei der Kratzerentfernung. Und falls dir unsere Videos Spaß machen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Daumen drückst und vielleicht einen kleinen Kommentar drunter schreibst, wie du dein Auto wäschst. Und den Kanal abonnieren natürlich nicht vergessen. Wenn du möchtest, kannst du auch Kanalmitglied werden. Unten ist ein kleiner Knopf, Mitglied werden, da bekommst du alle Infos. Vielen Dank, jetzt geht's weiter. So, ich hoffe, mein kleiner Windpuschel hier, der leistet jetzt gute Arbeit, denn hier ist es ordentlich windig.
Das Wetter ist nicht optimal, es nieselt auch noch leicht, aber so ist das eben, wenn man kein Carport hat und auch keine Garage, ist ein bisschen nervig. Ich muss jetzt tatsächlich auch noch mal im Regen nach Hause fahren. Deswegen, man sieht das hier, hier sind dann auch leichte Spuren. Nichts, was weiter schlimm wäre, dann nimmt man sich einfach ein weiches Tuch, einen Detailer, sprüht das weiche Tuch ein, dafür ist der Detailer ja da. Wir wissen, das sind ganz, ganz frische Verschmutzungen. Dann geht man hier einfach vorsichtig lang und dann sind die ganzen Sachen entfernt. Geht man dann vielleicht noch mal mit der trockenen Seite rüber. Und so einfach ist das. Das kann man definitiv machen. Dafür sind die Detailer ja da. Und ganz, ganz wichtig, wir wissen ja, das sind ganz, ganz frische und leichte Verschmutzungen. Dann kann man das super machen. Als nächstes werde ich hier diesen Aufkleber entfernen. Der ist zwar relativ wichtig für viele Fehmaraner, denn das ist hier eine lokale Protestaktion gegen die feste Fehmarn-Beltquerung. Falls ihr nicht wisst, was das ist, da gibt es auf jeden Fall viele Dokumentationen zu. Im Netz, schaut da gerne mal rein. Aber das passt natürlich nicht zu unserem Thema Hashtag AllBlack, denn was soll das blaue Kreuz hier dran? Deswegen werde ich den jetzt mal abmachen mit so einem Radierer hier. Dazu haben wir auch ein eigenes Video gemacht. Wie das funktioniert, das verlinke ich euch mal hier oben rechts. Ich werde den Aufkleber jetzt mal abmachen. Ihr seht, das funktioniert hier richtig, richtig gut. Man muss hier nur mit diesem Gummi einmal hier quasi lang gehen. Das ist auch ganz, ganz schonend. Da können ganz, ganz leichte Spuren entstehen, aber wenn ihr polieren könnt, dann kriegt ihr die wieder weg. In der Regel passiert da aber gar nichts, also da müsst ihr dann auch nicht polieren. So, ihr seht, wie schnell und einfach man so einen hartnäckigen Aufkleber hiermit entfernen kann. Das geht wirklich super einfach. Jetzt müssen wir natürlich hier noch die ganzen Gummireste von dem Abrieb hier von der Scheibe müssen wir natürlich noch sanft entfernen. Am einfachsten und schonendsten könnt ihr das hier natürlich wegpusten, aber die letzten Reste werden wir mit dem Detailer entfernen. Ihr seht das, das geht super schnell und einfach. Wir haben jetzt hier die Reste noch im Tuch, die könnt ihr ganz einfach ausschütteln. Ein ganz paar Reste sind noch da, wirklich nicht viel. Das kann jetzt so in die Waschmaschine und dann sind die auch wieder draußen. Ich werde jetzt hier nochmal die saubere Seite benutzen und nochmal hier über die Fläche rüberreiben und die restlichen Gummiteile, die hier so rumgeflogen sind, auch nochmal entfernen. Wenn man jetzt genau hinguckt, dann sieht man hier sind noch ein paar Reste und hier sind auch noch drumherum so ein paar Klebereste übrig geblieben. Das Ganze werde ich jetzt sicher mit dem Eulex von Kochchemie entfernen. Dabei natürlich Handschuhe tragen und immer nur in gut belüfteten Räumen. Das werde ich jetzt vorsichtig auf die betroffenen Stellen auftragen. Dann hat das ungefähr, ja, das lüftet auch ganz schnell ab. Ich will das ein bisschen anfeuchten und dann arbeite ich möglichst sanft auf den betroffenen Stellen und Linien. Das klappte sehr gut. Da kann man wirklich den Großteil der Arbeit, die Chemie übernehmen lassen. Und es gibt immer ein paar Schlauberger in den Kommentaren, und das muss ich leider so ganz deutlich sagen, die dann sowas reinschreiben wie: Nimm doch dafür einfach Reinigungsbenzin, ist doch kein Problem. Ja, das funktioniert auch auf den meisten Oberflächen, aber unser Lack ist einfach viel zu empfindlich und Eulex oder auch andere Kfz-Klebstoff- und Teerentferner, die sind einfach dafür ausgelegt, auf dem Lack zu funktionieren. Und es kann mit Reinigungsbenzin gut gehen, aber ich habe da auch schon genug Stories gehört, dass es euch den ganzen Lack verätzt hat, weggezogen hat. Ja, und dann wird es richtig teuer, dann muss der Lackierer kommen. Und deshalb nutzt auf jeden Fall hier das Eulex oder einen anderen Kfz-Klebstoffentferner, der dafür geeignet ist. Man muss hier natürlich auch immer noch mal unterscheiden, habe ich hier ein halbwegs modernes Fahrzeug oder einen Oldtimer. Da muss man dann doch noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Vielleicht an irgendeiner Stelle testen, den Lack, zum Beispiel in den Türinnenseiten, wo es nicht so auffällt, ob das Eulex da dann auch funktioniert, ob das alles klappt. Aber in der Regel ist das Eulex sehr gut verträglich
und funktioniert auch auf allen Lacken eigentlich. Und ihr seht, alle Klebstoffreste sind hier entfernt. Man kann das dann immer trotzdem noch erahnen, weil eben um den Aufkleber rum natürlich die Sonne ein bisschen am Werkeln war. Da sind dann teilweise Kratzer, deswegen erkennt man hier noch, dass hier mal ein Aufkleber drauf war. Und das können wir eben nur beheben, indem wir hier jetzt nochmal mit Politur rangehen. Bevor wir das allerdings machen, kümmern wir uns hier nochmal um das Auspuff-Endrohr. Ich nehme nochmal das gleiche Tuch wie eben, ein ganz altes Mikrofasertuch, was für solche Zwecke definitiv noch funktioniert. Und dann haben wir hier Autosol Metal Polish, die wahrscheinlich bekannteste Metallpolitur auf dem deutschen Markt. Funktioniert sehr gut. Und da werde ich mir jetzt hier mal einen Klecks auf das Tuch machen und dann per Hand hier an dem Auspuff-Endrohr arbeiten und mal gucken, was wir da noch rausholen können. Und das funktioniert schon mal hervorragend. Also hier kommt richtig was runter. Hier werde ich ein bisschen Zeit investieren müssen, aber dann kriegt man hier wieder ein tolles Ergebnis bei raus. So, das klappt doch schon mal sehr gut. Das gefällt mir richtig gut. Ich werde auch noch mal in den Innenraum gehen und gucken, was man da so machen kann. Hier muss man erstmal grob vorreinigen. Auch das funktioniert richtig gut. Auch wenn natürlich das meiste, was wir dort finden, oberflächlicher Ruß war. Aber auch hier gibt es eine Stelle, die man damit, glaube ich, ganz gut sauber kriegt. Euer Mikrofasertuch könnt ihr danach natürlich wegschmeißen, das ist klar. Das könnt ihr auch gerne mit einem Baumwolltuch machen. Das ist gar kein Problem. Da braucht ihr jetzt nicht unbedingt Mikrofaser für. Nehmt das, was ihr da habt. Im schlimmsten Fall auch eine alte Unterhose, macht auch nichts. So. Das ist jetzt nicht 100%. Ich könnte jetzt noch weitermachen, aber ich bin schon sehr, sehr zufrieden. Es sieht richtig viel besser aus als vorher. Weil das so aber natürlich nicht zu Hashtag All Black passt, wenn das hier so schön silbern glänzt, habe ich hier einen kleinen Ersatz geholt. Hier schick in Schwarz. Ich finde, der sieht richtig gut aus. Kostet nur etwas über 10 Euro. Und den werden wir dann in einem zukünftigen Video mal montieren. Ich glaube, das passt dann richtig gut. So, nach 20 Minuten Video geht es jetzt endlich an die Kratzer. Wie gesagt, ich möchte heute schleifen. Ich möchte euch zeigen, wie ich mich daran taste. Ich würde euch erstmal, wenn ihr Anfänger seid, nicht empfehlen zu schleifen. Man kann ein Schleifergebnis genauso auch mit normaler Politur erreichen, indem man einfach mehrere Durchgänge fährt. Also ganz einfach, ein Schleifen kann zum Beispiel auch in 5 Poliergängen mit einer Heavy Cut und einem Mikrofaserpad zum Beispiel erreicht werden. Es ist einfach nur eine Beschleunigung des ganzen Prozesses. Deshalb, falls ihr Anfänger seid, auf jeden Fall erstmal nicht schleifen. Macht euch erstmal mit der Politur vertraut und geht bei tiefen Kratzern genauso vor, wie ich es hier jetzt mache. Außer, dass ihr einfach anstatt zu schleifen mehrere Durchgänge fahrt. Falls ihr aber schon ein paar Mal poliert habt, das ein bisschen ausprobiert habt, dann bin ich der Meinung, dass man sich doch mal an das Schleifen ranwagen kann. Ich werde euch jetzt eine sichere Methode zeigen, aber es ist mir auch schon passiert. Ich habe durchgeschliffen. Das ist sehr teuer. Ich musste ein ganzes Bauteil lackieren lassen für 400 Euro. Sowas ist einfach irreparabel. Das könnt ihr nur noch vom Lackierer wieder ausbessern lassen. Und deshalb seid ihr sehr, sehr vorsichtig. Das Gleiche gilt aber auch fürs Polieren. Man kann auch mit Politur durch den Klarlack durchpolieren und dann ist das ebenfalls irreparabel. Deshalb seid bitte, bitte vorsichtig, was ihr hier macht. Ihr könnt hier wirklich große Schäden an eurem oder im schlimmsten Fall an anderen Fahrzeugen verursachen. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, besorgt euch eine Testhaube oder ein anderes Testteil vom Schrottplatz und übt da erstmal. Kriegt ein bisschen Gefühl für das Ganze, probiert euch ein bisschen aus und geht nicht direkt an ein Fahrzeug ran. Für mich außerdem essentiell ein lackschichtdicken Messgerät.
Ihr braucht das unbedingt, wenn ihr schleifen wollt. Ihr braucht es. Ihr müsst einfach ein Gefühl dafür bekommen, wie dick ist der Lack noch, wie viel nehme ich weg. Ihr müsst auch regelmäßig kontrollieren. Das machen Profis auch. Deshalb bitte nur schleifen, wenn ihr gleichzeitig hier für 100 Euro circa in ein lackschichtiges Messgerät investieren möchtet. Allgemein, wenn ihr polieren lernen wollt, dann ist das eine super, richtig gute Investition, die ich jedem von euch ans Herz legen würde. So, ich bin jetzt hier nochmal an eine neue Location gefahren und habe hier das lackschichtige Messgerät rausgeholt und habe einfach mal so ein paar Stellen hier am Lack gemessen. Und hier oben auf dem Dach habe ich eine relativ dünne Schicht festgestellt, von teilweise nur bis 60 µ. Das heißt, moderne Fahrzeuge werden hier von Robotern lackiert. Und man kann eigentlich davon ausgehen, dass die Unterschiede wirklich nur bei wenigen µ liegen. Das heißt, wir haben hier schon die Möglichkeit, bis 60 µ runterzugehen. Wir haben hier einen sehr großen Spielraum an diesem Fahrzeug. Das kann aber, wie gesagt, von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich sein. Nur weil es bei mir bis 60 µ runtergehen kann, heißt das nicht, dass es bei euch auch so ist. Probiert da ein bisschen rum, messt eure Dicken und guckt, wo ihr so die dünnste Stelle findet. Und da wisst ihr dann sicher, okay, bis so weit kann ich runtergehen in der Regel. Ich habe jetzt hier einen Kratzer gefunden, an dem man ein paar Sachen gut erklären kann. Und zwar geht es hier um Kanten. Kanten polieren ist schon ein großes Problem, aber Kanten schleifen ist quasi, ja, ist quasi Mord für den Lack. Deshalb Kanten auf jeden Fall abkleben, dass da gar nichts passieren kann. Wenn ein Kratzer über eine Kante rübergeht, dann lasst ihn drin. Das ist mein Tipp für euch. Kanten sind so schnell durchgeschliffen und poliert. Lasst die Kanten in Ruhe. Da kann hier lieber der Kratzer noch hier ein bisschen sichtbar sein. Aber dafür sind wir nicht durch den Lack durch. Ich habe das hier schon durchgemessen. Wir sind hier so im mittleren bis oberen 70er Bereich. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir hier noch 15 µ Spielraum haben. Sinnvoll schleifen kann man eigentlich mit zwei Sachen. Entweder man nimmt hier so Schleifblöcke oder man nimmt hier so Schleifscheiben. Schleifblöcke eignen sich eigentlich nur für sehr gerade Flächen. Dafür sind die aber hervorragend geeignet, weil man damit sehr, sehr gleichmäßig schleifen kann. Hier haben wir ja so eine konvexe oder konkave, ich kann mir das immer nie merken, Wölbung drin, hier in diesem Teil. Das heißt, hier würde ich nicht mit dem Schleifklotz rangehen. Hier gleichmäßig zu schleifen könnte sehr, sehr schwer sein. Deswegen verzichten wir heute mal auf die Schleifblöcke, auch wenn ich die sehr, sehr schön finde. Hier gerade von Petzolds in verschiedenen Stärken. Und wir greifen mal zurück auf diese Schleifscheiben. Die sind eigentlich dafür gedacht, dass man die an eine Poliermaschine ranmacht. Das muss man aber nicht unbedingt, man kann auch mit Hand schleifen. Wir haben hier dabei eine 1500er Stärke und eine 2500er Stärke. Wir schleifen jetzt einfach mal mit der 1500er. Die hat schon ordentlich Power. Seid da bitte sehr, sehr vorsichtig. Wir schnappen uns so eine Scheibe. Und dann benetzen wir alles. Die Scheibe komplett tränken und die Stelle richtig schön benetzen. Und dann hier mit viel Gefühl, wenig Druck drüber schleifen. Probiert wirklich nur dort zu schleifen, wo auch der Kratzer ist. Wir wollen ja nicht unnötig viel Lack entfernen. Und klebt euch, wie gesagt, die Kanten ab, ganz, ganz wichtig. Ich gehe hier wirklich mit leichtem Druck drüber. Und jetzt höre ich schon auf, hole mir ein Mikrofasertuch und schau mal nach, wie es aussieht. Und jetzt keinen Schreck kriegen. Das sieht hier jetzt natürlich sehr schlimm aus. Das werden wir alles wieder hinkriegen. Das ist ganz normal. Was nicht normal ist, ist, wenn man durchgeschliffen hat. Aber das erkennt ihr. Das sieht anders aus als das hier. So, lasst das Ganze kurz ablüften, dass das hier von der ganzen Nässe befreit ist. Und dann sehe ich hier, hier ist der Kratzer noch vorhanden. Hier hinten haben wir ihn schon vollkommen weggeschliffen. Ja, das sieht gut aus. Hier vorne haben wir ihn noch. Ich werde jetzt hier vorne den Bereich noch mal messen. Ich glaube, wir haben hier noch gar nicht so viel Mühe verloren. 79, 78, 78, 79. Nee, das sieht sehr gut aus. Hier machen wir noch mal eine zweite Runde ganz vorne. So, das war's schon wieder. Wir nehmen hier die Flüssigkeit ab, warten, bis das Ganze abgelüftet ist und schauen uns das Ganze dann nochmal an. So, ihr seht das, jetzt ist der Punkt, wo das hier nicht mehr so dunkel ist, sondern heller wird. Und der Kratzer ist immer noch sichtbar. Er ist nicht spürbar durch den Fingernagel. Wir überprüfen nochmal, wie viel haben wir runtergenommen. 78,
78, 79, 79. So, wir haben jetzt ein Gefühl dafür bekommen, wie viel nehmen wir ab. Wir werden jetzt mal ein bisschen mehr runterholen. Unser 1500er und wir schleifen nochmal hier die Stelle. Wechselt auch mal die Richtung, um die Kanten zu brechen von dem Kratzer. Dadurch wird er dann auch deutlich weniger sichtbar. So, wir haben jetzt deutlich länger, aber nicht mit mehr Druck hier gearbeitet. Länger, aber nicht mit mehr Druck. Probiert den Druck gleich zu behalten, damit ihr weiter euer Gefühl behaltet. Mit dem Druck spielen ist immer ein bisschen riskanter, als einfach ein bisschen länger zu machen. Wir warten wieder, bis das Ganze schön abgelüftet ist. Und das sieht gut aus. Jetzt ist der Kratzer nicht mehr sichtbar. Mal gucken, wie viel wir abgetragen haben. 75, 75, 75, 75. Also wir sind jetzt hier 5 μ runtergegangen bei diesem Kratzer. Es geht jetzt hierbei darum, ein bisschen rauszufinden, wie viel nehme ich wirklich ab, wenn ich hier schleife, ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, für die Zeit, für den Druck, wie viel geht da runter. So, das ist dann wirklich auch das Vorgehen, wie ich euch das empfehlen würde, wie ihr lernen könnt. Wirklich erstmal leicht anschleifen, Gefühl dafür kriegen, wie viel geht runter, wie viel passiert hier auf dem Lack. Genauso vorgehen, wie wir es jetzt gemacht haben. Und wenn ihr dann Profis seid, dann wisst ihr schon, okay, 5 μ mit dem 1500er, ungefähr 20 Sekunden schleifen mit dem und dem Druck. Ihr kriegt ein Gefühl dafür, aber es braucht alles Zeit, das braucht Übung. Das habe ich teilweise auch noch nicht. Deswegen tastet euch da ganz, ganz langsam ran, so wie wir es jetzt gemacht haben. Auch wenn ihr gemerkt habt, am Anfang haben wir hier wirklich keine großen Mühstärken runtergeholt. Aber ihr kriegt eben ein Gefühl dafür, wie weit kann ich runtergehen. Wir werden das Ganze jetzt hier mal aufpolieren. Auch beim Aufpolieren gehen dann nochmal 1-2 μ verloren. Bedenkt sowas immer mit, also nicht immer unbedingt komplett ans Limit gehen. Ich werde jetzt dafür natürlich wieder die Proxon verwenden, außerdem die Nanolex Heavy Cut Polish. Ihr könnt natürlich auch die Sonax Ultimate Cut nehmen, die wir aus dem ersten Schritt genommen haben. Ich wollte einfach mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Das sind beides gute Polituren, die man jetzt hier auf jeden Fall nehmen kann. Man sollte aber auf jeden Fall etwas nehmen, was viel Cut hat. Auch hier seht ihr wieder eine ganz, ganz schöne Politur, die überhaupt nicht staubt. Wenn hier noch ein paar Sachen rumfliegen, ganz, ganz wenig, dann ist das noch was, was im Pad drin war. Das habe ich gestern gewaschen und da sind wahrscheinlich noch ein paar Reste drin gewesen, die jetzt rausgeflogen sind. Aber ihr seht das hier auch, eine tolle wasserbasierte Politur, die auch sehr schön und einfach zu verarbeiten ist. Auch die Proxon, ihr hört das, die ist nicht laut, die kreischt nicht. Mit der kann man sehr, sehr schön arbeiten. Ich hatte jetzt hier ein bisschen viel Politur, aber nicht schlimm. Das entfernen wir. So. Und ihr seht, das hat nicht so gut geklappt, denn wir haben hier mit einer 1500er Schleifblüte geschliffen. Und das wieder aufzupolieren, das dauert ein paar Polierdurchgänge. Wie wir uns das Ganze sparen können, ist, indem wir jetzt nochmal mit einem 2500er schleifen. Damit kommen wir näher ans Finish und dann können wir das Ganze mit einer Heavy Cut Politur nochmal aufarbeiten. Also, wir schnappen uns jetzt eine 2500er Blüte und machen es nochmal genauso wie eben. Schön durchnässen und wir schleifen den Bereich. Jetzt geht es wirklich nicht darum, viel Lack abzutragen, sondern einfach den Lack wieder in Richtung Hochglanz zu bringen. Das heißt, wir arbeiten hier mit wenig Druck. So, hier geht es wie gesagt nicht darum, nochmal Lack abzutragen, sondern wir wollen einfach wieder in Richtung Hochglanz. Natürlich wird hier trotzdem ein bisschen Lack abgetragen. Wir werden mal messen, in welchem Bereich wir jetzt sind. Ich messe mal hier wieder, wo wir jetzt als letztes waren. Da wissen wir noch, da waren es 75. 75, 75, 73. Also auch hier sind dann teilweise noch mal 1-2 μ vielleicht runtergegangen. Das muss man natürlich im Hinterkopf behalten. So, jetzt probieren wir es noch mal mit der Proxon. Mal gucken, ob es jetzt besser klappt. So.
So, und ich hoffe, das kommt jetzt auf der Kamera auch alles rüber. Denn das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Aber ganz entfernt haben wir es noch nicht. Das heißt, wir werden noch mal eine Runde fahren. Yeah. I'm sorry, baby, I don't mean to be rude. Yeah, I'm just a little different from all these dudes. Okay, they riding waves, me, I'm up on a cruise. Yeah, you feel I need it, you got nothing to prove. I see him trying to do what I do. Yeah, even my dagger couldn't move like a moon. Yeah, you think you're how I look, I'm up on the moon. So, ich muss jetzt noch ein paar Runden fahren mit der Heavycard-Politur, weil ich hier nicht sauber geschliffen habe und mir so ein paar tiefere Kratzer durch das Schleifpapier reingezogen habe. Das ist alles kein Problem, dann kriegt man das wieder raus. Aber dann muss man halt einfach dann 2-3 Runden polieren und dann sieht das Ganze klasse aus. Wir gucken jetzt mal, wie viel Mühe wir jetzt hier noch haben. Also ihr seht, hier ist auch noch mal ordentlich was runtergekommen durch die Heavycut-Politur. Wir sind hier teilweise jetzt schon in den 60ern, 66. Aber ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich hoffe, ihr seht das auch auf der Kamera. Ich gehe jetzt hier nochmal mit der Nanolex Finishing Polish drüber und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Also ihr seht das hier. Hier, da ist der Kratzer noch vorhanden, da wollten wir nicht so nah an die Kante. Da könnte man sich noch mal ein bisschen ausprobieren. Sowas lassen wir aber. Und hier hinten ging der Kratzer ja noch ganz lang und da ist der komplett entfernt. Also wir haben hier wirklich einen sehr, sehr harten VW-Lack. Ihr seht das schon, hier sind noch teilweise kleine Waschkratzer und so weiter drin. Hier müsste man einfach noch mal mit einer richtig, richtig heftigen Kur ran, um da wirklich alles auf 100% zu kriegen. Aber es ist schon deutlich besser als vorher. Ihr habt das in dem letzten Video gesehen. Ich verlinke euch das noch mal oben rechts. Schaut da gerne noch mal rein. So, das war also meine Methode, wie ich schleife. Guckt euch das an. Die ist geeignet für all diejenigen von euch, die sich schon sicher im Polieren fühlen und die ein bisschen Zeit sparen wollen, die ein bisschen üben wollen, die was Neues entdecken wollen. Probiert doch mal das Schleifen aus. Holt euch, wie gesagt, eine Testhaube, dann klappt das richtig, richtig gut. Und achtet auf jeden Fall darauf, jeder Lack ist unterschiedlich. Es muss bei euch nicht so lange dauern wie bei mir, weil euer Lack kann auch deutlich, deutlich weicher sein als meiner. Das ist möglich. Eignet euch so ein bisschen ja, euer eigenes Können an. Tastet euch langsam ran an die ganze Sache. Überprüft immer wieder mit dem lackschichtigen Messgerät. Und dann kann das auf jeden Fall viel, viel Spaß machen. Wir sind jetzt beim allerletzten Schritt angekommen und ich hoffe, euch gefällt, was ich vorhabe, denn ich werde jetzt das ganze Fahrzeug mit dem Grios Garage Ceramic 3-in-1 Wax versiegeln. Wer dieses Produkt noch nicht kennt, ich habe dazu ein ganzes Video gemacht. Das soll eine richtig, richtig tolle Standzeit haben und hat eine richtig, richtig super Chemieresistenz. Und das Ganze können wir jetzt mal auf dem Polo testen. Mal gucken, wie lange das Ceramic 3-in-1 Wax auf dem Polo durchhält. Ich habe eben schon alles entfettet und werde jetzt mal das 3-in-1 Wax hier auftragen. So, das Produkt ließ sich wirklich super einfach verarbeiten. Erst eine Runde mit dem Mikrofasertuch einmal rum, habe immer ins Tuch gesprüht und dann ganz am Ende, als ich durch war, bin ich nochmal mit der trockenen Seite überall rüber gegangen, habe die letzten Schlieren entfernt. Ging super einfach, gar kein Problem. Also in Sachen Verarbeitung richtig, richtig einfaches Produkt, auch ein angenehmer Duft dabei, also gar nichts Unangenehmes. Ja, um nochmal ein Feedback zu allen Produkten dazulassen, mit dem Labo Cosmetica Snowform war ich sehr zufrieden. Es hat wirklich tolles Schaumbild erzeugt, hat eine richtig, richtig tolle Reinigungsleistung gezeigt. Also mit dem war ich sehr, sehr zufrieden. Beim Kochchemie Felgenreiniger bin ich gerade nochmal über die Felgen gegangen. Ist ein bisschen unfair. Ich bin natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen gefahren, bin nochmal 40 Kilometer gefahren. Aber da ist schon ziemlich viel Dreck drauf. Ich habe auch direkt danach nochmal geguckt. Da war nicht alles 100%. Also mein liebster Felgenreiniger wird es nicht. Da würde ich eher ja, in Richtung unserem Felgenreiniger-Test gucken. Da sind ja ein paar bessere Produkte dabei gewesen. Felgenbeast,
Hughes zum Beispiel und auch ein paar andere. Schaut da mal rein, den kann ich jetzt nicht 100% empfehlen, er hat aber auf jeden Fall auch nichts kaputt gemacht oder irgendwelche Spuren hinterlassen oder ähnliches. Dann das Shiny Garage Shampoo, das Orange Shampoo, das hat richtig gut funktioniert. Also ich glaube, ihr habt es gesehen, das hat wirklich tolle Bahnen gezogen, also richtig tolle Gleiteigenschaften. Hat auch einen schönen Schaumteppich erzeugt, also hat richtig Spaß gemacht damit zu waschen, hat auch einen richtig schönen Duft verbreitet. Also richtig klasse Shampoo, hat sehr viel Spaß gemacht damit zu arbeiten. Ja, und als letztes dann noch die Nanodex Polituren. Die Finish Politur hat mir sehr gut gefallen. Bei der Cutting-Politur war ich nicht so ganz glücklich. Die hätte noch ruhig ein bisschen mehr Biss haben können. Die ging zwar gut zu verarbeiten und so weiter, aber wie gesagt, ein bisschen mehr Biss wäre da schön gewesen. Aber ich habe gehört, es soll ganz neu auf dem Markt eine Ultra Heavy Cut geben von Nanolex. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ihr auch. Wollt ihr dazu einen Test sehen? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Mich würde es sehr, sehr interessieren. Vielleicht hat die ein bisschen mehr Biss, weil ansonsten hat die mir richtig gut gefallen. So, ich glaube, die Folge war jetzt auch lang genug. Falls noch Fragen offen geblieben sind, schreibt das, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Kommt auf unseren Discord-Channel. Ihr seid da alle willkommen. Würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn da unsere Community wächst. Das ist wirklich eine tolle Umgebung, um sich auszutauschen über Autopflege, aber auch um Fragen zu stellen zum Thema Autopflege. Probiert das Ganze doch mal aus. Es gibt ein eigenes Video, was euch erklärt, was Discord ist, wie es funktioniert, wie man sich dort anmeldet. Schaut mal unten in der Videobeschreibung, da ist alles für euch verlinkt. Dann bitte den Daumen nicht vergessen, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, bleibt sauber und gesund. Euer Moritz von Auto Lifestyle.